in der Schweiz, ich bin einquartiert in einem Hotel und es war eigentlich toll, weil genau in dem Hotel gibt es die Salzstreuer schon mit Himalaya-Salz. Das ist für mich, ob es jetzt von mir kommt oder von einer anderen Firma, natürlich freue ich mich, wenn es von mir kommt, ne? Aber es ist einfach toll, wenn man sieht, dass es geht, dass es einfach eine Entwicklung ist. Weil wie ich begonnen habe vor circa 10 Jahren, da haben wir uns die Geschäfte geschmissen. Ich bin hingegangen, habe ihnen mein Salz vorgestellt und gesagt, du bist verrückt, also du kannst gehen. Ne? Bis das dann wirklich die Offenheit da war und die Menschen hingekommen sind und gesagt haben, okay, wir möchten so ein Salz. Heute kennt es eigentlich, sage ich jetzt einmal, sicherlich, der sich ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, 70% davon. Und es ist einfach wichtig, es wird immer ein Nischenprodukt sein. Ist auch gut so, ist auch gar kein Problem. Wichtig ist, dass man weiß, dass es gibt. Ich sage immer, man muss nicht gegen die Industrie kämpfen, sondern es ist schön, wenn der Konsument die Möglichkeit hat zu wählen. Dass ich wählen kann, was möchte ich nehmen. Und das müsste uns selber wert sein. Und diese Möglichkeit müssen wir uns einfach geben. Ich glaube, in der Schweiz sind sie da ein bisschen weiter wie bei uns in Österreich. Ich weiß nicht, wie es ist. Bei uns in Österreich ist es ein bisschen schwieriger, obwohl es auch schon wird. Und ich muss ja dazu sagen, für die Weiterverarbeiter ist es nicht leicht. Wir haben verschiedene Küchen zum Beispiel bei uns in Österreich, wie Bad Blumau, ich weiß nicht, ob das wer kennt, oder Torint Hotel, die das verwenden. Weil sich einfach der Küchenchef da durchgesetzt hat und sagt, okay, ich probiere es, ich nehme es und begeistert ist davon. Der Mensch schätzt es einfach wieder. Wenn er natürliche Lebensmittel bekommt, schätzt er das auch. Weil die Wichtigkeit ist, warum soll ich ein Salz zu mir nehmen, wo ich weiß, dass es chemisch bearbeitet wurde, dass da Giftstoffe eigentlich hineinkommen, dass da Aluminiumsilikate reinkommen. Warum sollte ich das nehmen? Es gibt keinen Grund. Es liegt wirklich nur an uns selber, dass man sagt, wir wachen auf, wir wollen wieder so gute Grundnahrungsmittel. Weil das ist eigentlich der Bedarf in der Küche, dass die Grundnahrungsmittel mal passen. Ja, ich glaube, dass ich, oder ich hoffe, dass ich Ihnen einige Fragen vielleicht gleich vorweggenommen habe. Ich stehe da dann gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich gebe aber jetzt weiter, weil ich denke, dass die Praxis für Sie vielleicht viel interessanter noch ist, als wie die Theorie. Und gebe Ihnen das wieder an Hans-Peter Bär. Danke nochmal. Als ich das erste Mal in Kontakt kam mit dem Salz, Meersalz habe ich ja verwendet, wie ihr das in der Küche verwendet, habe ich das auch gemacht. Kam dann zum ersten Mal auf so einen Steinlock und weil wir ja ein Salzmonopol haben, das letzte Monopol in Europa, wird hochgehalten, oder? Ist es so, dass ich ja nicht viele Möglichkeiten habe, an anderes Salz zu kommen. Nichtsdestotrotz wollte ich dann etwas mehr erfahren über das Salz, das hat sie bereits schon erwähnt. Und als ich dann anfing, Oliven einzukaufen und Auberginen und so weiter im Mittelmeerraum, war ich auch im Mittelmeerraum, habe das Meersalz gesehen. Der Grieche, der Italiener sagt zu mir, das Salz wird immer dreckiger und schmutziger. Kannst du mir nicht ein Salz bringen, das die gleichen Eigenschaften hat? Und da kam mir dann der erste Gedanke, ja, das wäre ja was. Wir holen das in Polen und transportieren es nach Griechenland. In der Schweiz gibt es das nicht. Bei uns gibt es ja nur das Siedesalz, weil die Salzkristalle so verschmutzt sind, dass man sie nicht von Hand auslesen kann. Damit es am Schluss dann so aussieht, wie ihr das seht hier, das wird von Hand gemacht, das wird grob zerdrückt, diese Steine, zerquetscht, und nachher von Hand selektioniert, weil es hat ja auch Schmutzreste drin. Über die Jahrmillionen. Und die reinen Salzvorkommen, die gibt es leider nicht in der Schweiz, darum müssen wir das mit Sole machen und nachher reinigen und wie sie bereits schon erwähnt hat, die weiteren chemischen Prozesse.
Ich bin dann hingegangen, weil ich ja noch mit Herzblut auch Metzger bin, habe noch ein Restaurant, arbeite seit 5 Jahren nur noch mit diesem Kräutersalz und nur noch mit diesem Steinsalz. Ebenfalls Ciposa verwendet keine Glutamate mehr und nur noch das Steinsalz oder eben das Meersalz, aber eben mit dem Fragezeichen der Verunreinigung. Was ich Ihnen zeigen möchte ist, und das finde ich etwas Schönes, hier sehen Sie ein Produkt, das könnt ihr nachher auch probieren, ich möchte es aber euch rasch zeigen. Das wurde nur mit diesem Steinsalz hergestellt. Fertig. Viele fragen sich, wie wird es dann rot? Wie kann es die Farbe halten? Wie reift es? Es hat mit dem zu tun, was Frau Böhm anfangs gesagt hat, die eigenen Energiewerte. Es schmeckt auch ganz anders. Die Haltbarkeit verändert sich, ob ich Gemüse habe, ob ich Brühwürste mache, Bratwürste, Sindwürste, Glarner Halbwürste. Wir machen Langzeitversuche, wir haben die besseren Ergebnisse, nicht nur sensorisch, auch bakteriologisch. Das hat mich überzeugt von dem Ganzen. Dann im Weiteren ist es so, dass alles, was wir heute mit dem Salz herstellen, ich habe heute 10 bis 15 Metzger, die das verwenden, nur noch das. Mit einem riesigen Erfolg. Jenser, alles an. Ist einer, der heute Lachs alles herstellt. Wir werden dann heute und morgen Abend werden wir dann im Ackermann ein paar Produkte bekommen, die nur so hergestellt werden. Warum bin ich so drauf? Es gibt 2 Sachen, die mich faszinieren. Wasser und Salz. Der Körper besteht aus Wasser und Salz. Im Wasser sind wir in der Schweiz etwas hinten dran. In Österreich, muss ich sagen, bereits schon einiges weiter, sei es Locher oder Grander. Im Salzbereich hier, ich ging dann hin und wollte aus Polen das Salz holen. Ich habe keine Erlaubnis bekommen, von den Rheinsalinen Salz aus Europa einzuführen. Habe ich nicht bekommen. Ich habe bekommen, ich kann das Salz aus Pakistan holen. Obwohl das Millionen Jahre unter dem Erde gelagert ist, und egal wo man es herholt. Und man weiß ja, in Polen sind die ältesten nachgewiesenen Abbauvorkommen, 4000 Jahre. Und wir dürfen das leider nicht holen, obwohl wir nur 3 oder 4% für uns brauchen. Und ich kann Ihnen eins sagen aus meiner Erfahrung, auch ohne Riesenhilfen absolut machbar zum Verarbeiten, auch ohne Zusätze vom Fluor absolut perfekt. Und ihr werdet anschließend sehen, wenn wir das probieren, die Schärfe auf der Zunge, wenn ihr hier, Fluor und Jod, ich möchte euch aufmuntern, das zu probieren, Fleur de Sel, wahrscheinlich das Beste, was es heute überhaupt aus dem Meer noch gibt, aber wie schon gesagt, Schwermetall belastet. Wenn man bei den Eisbären bereits schon hohe Konzentrationen findet, wird es leider auch im Salz sein. Ich bin dann auf dieses Salz gekommen, weil es liegt unter dem Boden, ist das reinste, was es gibt und es als die kristalline Form erhalten hat, war gar keine Umweltzerstörung in diesem Maß, wie wir es heute kennen, anwesend. Was mache ich? Ich habe Bäcker, die setzen das Brot ein und sie behaupten, das darf ich nicht beurteilen, das Brot schmeckt besser, ich kann es länger halten und ich brauche keine Zusatzstoffe mehr. Der Metzger, und da kann ich aus meiner Schule reden, ist es so, dass wenn ich Salami herstelle oder Brühwürste herstelle, ich habe eine bessere Oberflächenstruktur, ich habe weniger Probleme mit der Bakteriologie und es hält besser. Der Kühlschrank gelagert und ihr könnt sicher sein, dass mit Natursalz hat das bessere Ergebnis.